Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within und The Assignment und dem Beagle. Wir werden von einem schrecklichen Monster gesucht. Zumindest dem Knurren nach zu urteilen. Mit da. Jetzt drehen wir das Ganze mal. Ja, drehen. Dreh es doch, dreh es, Julie. Nein, nein, warum drehen? Ach, das steht auch nicht richtig. Na gut. Irgendwie halte ich das für die nicht allerschlau. Oh. Gar nicht, ob ich dahin möchte. Naja. Da geht's nur bergab. Da geht's nur bergab. Okay. Was kann schon passieren? Nein, ich sag das immer wieder und dann ist es nur absolut scheiße. Oh nein, die armen Schweinis. Ich habe nur einen Schwein auf dem Gewissen im Hauptgame. Nur ein einziges. Im Leben und in Gedanken suchen wir stets nach einem sicheren Ort, an den wir immer zurückkehren können. Ja, klar. Wir erschaffen klar. Diesen Ort im Geist und fühlen uns von ihm angezogen. Sie hatten ein Zuhause, aber nun ist dieser Ort hier, bei uns. Ja, da gehe ich gleich hin. Kann ich die Tür hier aufmachen? Kann ich hier eigentlich die... Nein, kann ich auch nicht kaputt machen. Ah, Mietz! Das befürworte ich sehr. Eine Mietz. Was auch immer da ist, nehmen Schweine. Okay. Und da lag was, ich hab's gesehen. Aber erstmal speichere ich. Das haben wir uns verdient. Vielleicht also so noch grob eine halbe Stunde. Also sind die Symbole, wenn sie da so aufgekritzelt sind, wie wir es ja auch bei Sebastian zwischendurch gesehen haben, von Kidman gewesen. Ich hätte zu gerne gewusst, was von was von Sebastian in sie da reinge. Aber ich habe überlegt, weil ich hatte ja erst gesagt, meine Theorie stimmt ja nicht, je kaputter jemand ist. Ruben hat Okay. keine Ahnung, was er getan hat. Aber es ist ihm auch egal. Typisch. Er hatte noch nie Angst vor Mobius. Der Stamp-Prototyp funktioniert, aber nur wenn Ruben angeschlossen ist. Er hat das System so angepasst, dass es nur mit seinem Hirnwellenmuster funktioniert. Ich habe ihn zu lange mit dem Ding allein gelassen. Ihm blind vertraut. Trotz meines Wissens kann ich das System jetzt nicht mehr in Ordnung bringen. Ich kann nicht einfach einen Knopf drücken. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Die wissen das auch. Aber dafür halte ich nicht den Kopf hin. Ich werde ihn die Sache in Ordnung bringen lassen. Ich will nicht wissen, was sie mit ihm machen, wenn er sich weigert. Wir wissen's, sie haben ihn beseitigt und in kleine Stücke zerhackt. Tschüss, Mietz, ich muss leider direkt weiter. Aber der Hund ist doch noch festgekettet. Sie zieht sie an. Ja, ich hoffe, das bleibt dann auch dabei. Bitte, lass es Leslie sein. Ah!
diese Dinger ihn erwischen. Die Frage ist... Sind die jetzt... Oh, oh no. Ich kann die zu den Gegnern locken. Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Warte mal, kommst du wieder zurück, oder? Ja, du kommst wieder. Sag mal, was hast du für ein seltsames Bewegungsmuster? Ich frag nur. Scheiße. So viel zum Thema, ich kann sie zu den Gegnern locken. Aber vielleicht kann ich das ja doch noch. Das hat sie ja überhaupt nicht umgebracht. Zumindest nicht alle. Das ist jetzt schlecht. Ja nun, was mache ich denn jetzt? Ich muss auch einfach jeden Tod hier mindestens einmal mitgenommen haben, sonst fühle ich mich hier nicht wohl. Na gut, dann... Notiz an mich? So gerne. Der eine derbt hier noch so rum, der kommt nicht da weg. Okay. Ich könnte Gegner hier hinlocken. Versuche ich mal. Also hier neben und dann. Hey! Komm her! Komm her! Komm her! Ich hatte eigentlich gehofft, dass das ein bisschen besser funktioniert. Dann werde ich erst hier hingehen. Komm her! Und dann hier hin. Komm her! Die beiden sollen ja auch wirklich hier drüber gehen. Bitte lass sie beide... Hab ich beide voll erwischt? Dass ich beide voll erwischt habe. Ich
glaube ja. Da hat es für mich ja ganz schön Trophäen gehagelt. Gibt es hier noch mehr tödliche Fallen, die ich benutzen kann? Bestimmt. Aber das wird ganz schön anspruchsvoll, glaube ich. Da vorne ist einer. Ich wüsste nicht, wie ich den machen soll. Außer ich locke ihn in die Höhle. Mit dem Ding. Ich glaube aber, er ist auch der Letzte, der über ist. Also sicher bin ich mir nicht. Wenn ich hier eine Axt finden könnte, wäre das Phänomen... Ah, nein, 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 nein. Kannst du deine Kreise... Danke. Ich habe keine Axt, das ist sehr schlecht. Ich frage mich, ob... Ach, da vorne. Wie gerufen kommt die? Dann muss ich aber erst umdrehen. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich setze jetzt mal darauf, dass du dich umdrehst und dann... Julie? Oh, der war jetzt richtig dusselig, kann das sein? Du warst ein bisschen dusselig. Nein, 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 nein! Der hat mich getreten. Nein, das lief nicht so gut. Ach komm. Warum sind die eigentlich so viel schneller als ich? Er weiß, wo ich bin. Wie kann das sein? Er wusste nicht, wo ich bin, glaube ich. Ja, danke. Danke, Julie. Nein, 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 ist okay. Nein! Julie? Sag mal, du Penner! Jetzt scheitere ich an dem einen, das ist doch nicht wahr. Der mir hinterher? Ich weiß es nicht. Er darf sich jetzt nur nicht umdrehen, ey. Ich meine aber, das war der letzte. Sonst hätte ich hier viel mehr aufgescheucht. Er hat zweimal voll den Tritt kassiert. Wahnsinn. Naja. Gut, dass hier auch sonst nicht noch Fallen waren. Das hätte knapp sein können. Nein, 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 nein. Julie, warum hast du... Warum hat sie die Tür überhaupt in erster Linie aufgetreten? Ah, bestimmt, weil ich gerannt bin. Ich kann da jetzt nicht hin. Die sind da, glaube ich, vor der Tür.
hatte keinen Speicherpunkt. So viele. Wie soll ich das machen? Ach, wie schön, dass ich ihn... Das ist die Glocke von vorhin. Sie wird sie vom Tor weglocken. Ja, aber wie? Aber wie? Hilfe! Hilfe! Sie sind hier! Ach komm. Da ist eine Falle. Wie komme ich da hin? Ihr seid witzig. Wie soll ich da jetzt hinkommen ohne Probleme? Ich glaube, den einen, der geht. Vielleicht, der geht. Oh, was hatte ich denn da für einen Grafikbug drin? Ich schätze mal, ich muss zur Glocke, weil was bleibt mir sonst anderes übrig? Aber wenn ich die doch jetzt dingeldi-ding mache, dann komme ich doch nirgendwo anders hin? Oder sehe ich das falsch? Das war jetzt, glaube ich, nicht so geplant. Okay. Getrennt. Julie, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Nein, es ist nicht okay. Ist es jetzt sicher? Nein. Leslie, bitte. Oh, danke. Verdammt, das war knapp. Oh, Leslie. Endlich habe ich dich gefunden. Bist du verletzt? Wird stärker. Kann nicht weg. Es wird alles gut, Leslie. Wie kriege ich uns nur hier raus? Kirche, bitte. Die Kirche. Bitte, Kirche. Okay, dann komm. Bleib bei mir. Arme Leslie. Ich beschütze dich. Oh, Leslie. Arme Leslie. Der tut mir von allen echt am meisten leid. Ich weiß, glaube ich, dass ein paar den wirklich nervig fanden. Ich nicht, weil ich sehe in ihm eindeutig das Opfer in dem Ganzen. Nee, jetzt. Achso, geh ruhig vor, Leslie. Das Einzige, was ihm widerfahren ist, ist, dass er mit einem Einklang mit Ruviks Gehirnwellen ist. Jetzt kann man sagen, ja, aber Ruvik ist doch ein Psychopath und alles. Ich glaube aber nicht, dass Leslie einer ist. Ich glaube eher, dass Leslie wirklich das Pech hatte. Ob er, wenn er gesund gewesen wäre, jetzt natürlich auch noch, Was? Das wissen wir nicht, weil Leslie ist schlicht und ergreifend nicht gesund. Ist er einfach nicht. Er ist es nicht. Sie geht hier langsamer. Oh, ein Safe. Böse Frau, es tut mir leid. Meint er mich damit? Wie
viele Fragmente habe ich denn jetzt im Endeffekt? Ich meine nämlich, dass 8 das letzte ist, was man finden kann. Aha. Naja, 3 habe ich nur übersehen. Aber schade, dass ich es jetzt nicht lesen kann. Andererseits, vielleicht reicht es ja. Kann ich es drehen? Nee, ich kann es drehen. Oh. Hey. Mach mal bitte. Na, komm. Ja, sehr schade. Aber vielleicht macht das wirklich nichts. Also, mal gucken. Passt das zusammen? Don't know. Könnte. Könnte es hier hinkommen? Mein Timer macht hier mal um. Andererseits wäre das, glaube ich... Ah, okay, warte mal. Da muss ich noch mal ein Fragment höher. Und es ein bisschen geschmeidiger anpassen, glaube ich. Na... Ganz geschmeidig war das nicht, ne? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Vielleicht reicht es ja schon. Ich glaube, vielleicht können wir ein bisschen was davon entziffern. Aber das sieht doch perfekt aus. Was kommt hier hin? Definitiv. Es fehlen ja nur 3, also, ne? Anscheinend ist ein zu viel gemacht. Ich glaube, aber es fehlt essentiell was. Ja, schade. Ach, schade. Na gut. Also, ich mache jetzt mal einen Cut rein. Mal sehen. Der arme Leslie. Ach so, ich wollte ja noch ausführen, warum ich glaube, dass meine Theorie mit Sebastian und dass Ruvik ihn deswegen nicht durchdringen konnte, richtig. Weil er so kaputt ist. Vielleicht ist mit Kaputtsein nicht zwangsläufig psychische Erkrankung gemeint. Ja, wir haben ja in der Beschreibung der Monster gesehen, dass wenn so richtig psychopathische Menschen hier reinkommen, sie ihrer Neigung nachgehen, was in ihrem Innersten ist. Da Sebastian aber ein grundguter Mensch ist, er ist ja Polizist geworden, mag er vielleicht düstere Gedanken haben, weil seine Frau verschwunden ist, weil seine Tochter im Feuer gestorben ist oder wenn es vielleicht lebt sie auch, man weiß es nicht. Er hat ja die Notizen seiner Frau gefunden, die glaubt, dass sie noch lebt. Eventuell liegt es daran, dass, ich meine, Joseph ist ja auch ein guter Mensch. So wird auch immer wieder betont, das betont Kidman ja auch immer wieder, dass Joseph und Sebastian die grundgütigsten Menschen sind, die einfach hier nichts drin verloren haben. Selbst Kidman würde nie behaupten, dass sie so gut wie Sebastian und Joseph wäre. Und ich glaube, dass es damit was zu tun hat, dass Ruvik nicht in Sebastians Kopf am Anfang reingekommen ist. Dass er am Ende reingekommen ist, wissen wir, weil sein Safe Room hat sich ja auch immer mehr verändert. Aber ich denke, dass ich hier den Kniff gefunden habe, zumindest meiner Theorie nach, warum sich das zwischen gut, ich sag mal, gut und böse unterscheidet. Dass das wirklich diese richtig Kranken im Sinne von, die haben auch schlechte Gedanken, kranken Menschen, da so seltsam sind und, na, oder das schizophrene Menschen, die haben ja 2 Persönlichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das in so einer Welt wie hier sehr konkurriert. Nicht so klappt, geschenkt. Aber das mit Sebastian würde ich mir tatsächlich so erklären. Und vielleicht ist deswegen auch von Sebastian hier nichts drin gewesen. Und wenn doch, wir wissen es nicht, müsste ich mal vielleicht ergoogeln bis nächste Mal, ob da was von Sebastian drin war. Weil er einfach vielleicht nicht so pervers kranke Gedanken hat, nicht so einen Hass auf die Welt hat. Also eigentlich müsste er schon Hass auf die Welt haben, was alles so passiert ist. Aber ein guter Mensch bleibt ja... Vielen guten Menschen passieren schlimme Dinge, während vielen schlimmen Menschen einfach gar nichts passiert.
Ist leider so. Und ich glaube, in dem Fall haben sie das auch so ein bisschen so, ich sag mal, gedreht. Na gut, also. So viel zu meiner Theorie. Für die habe ich jetzt extra überzogen. Sagt mir gerne, ob ihr da irgendwie so ein bisschen zumindest mitgeht, dass ich meine Theorie vom Hauptspiel hier jetzt nochmal ein bisschen bekräftigen konnte. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein!